Was ist das denn für eine Größenordnung, wo wir da sind? Das kommt drauf an, welchen beruflichen Status die Frau hat. In meinem Fall so zwischen 1.000 und 3.000 Zahlen im Monat. Also gerade bei den Frauen in besseren Positionen, Paris zum Beispiel, dass das komplett von mir bezahlt wird und solche Sachen und Essen gehen auch. Das erste Date endet tatsächlich damit, dass sie mir vor die Füße gekotzt hat. Und dann klopft es irgendwann an der Hoteltür und dann standen dann zwei Polizisten mit ihr da, weil die eine Handtasche klauen wollte. Grüß dich, Dirk. Schön, dass du da bist. Alles gut soweit? Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr schön. Wird bestimmt eine spannende Sendung. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich jetzt noch gar nicht kennen? Hallo, ich bin Dirk, Unternehmer aus Berlin und lebe seit 10 Jahren das Sugar Daddy-Leben. Okay, du bist also ein Sugar Daddy. Ich hatte schon mal einen Sugar Babe zu Gast hier. Dementsprechend bin ich heute total gespannt, mal die andere Perspektive kennenzulernen. Wenn es irgendwas geben sollte, was du nicht beantworten magst, dann musst du es nicht. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir dich heute ein bisschen kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Lass uns loslegen. Zuallererst müssen wir klären, du hast kein Corona. Warum hast du die Maske auf? Ein bisschen Anonymität kann ja nicht schaden. Und ich stehe auch manchmal in der Öffentlichkeit. Und das muss ja nicht jeder wissen, weil es gibt immer noch Vorbehalte gegen das, was ich lebe und was andere leben. Und das sind aber meistens Vorurteile und Klischees, die so gar nicht stimmen. Dann erklär mir doch mal, wie du oder warum du Sugar Daddy geworden bist. Ach, das fing vor 10 Jahren an. Es gibt diese Seite im Netz. Damals habe ich mich getrennt von meiner Ehefrau. Und dann wollte ich erstmal gar nichts mehr mit Frauen machen. Ich wollte einfach nur arbeiten und meine Kinder großziehen. Ich habe gemerkt, das funktioniert so nicht. Diese Selbstisolation, die ich mir da auferlegt hatte, wo ich dachte, das mache ich jetzt ein paar Jahre. Ich kümmere mich wirklich nur um die Basics. Das hat einfach nicht funktioniert. Da bin ich nicht der Mann für. Was hat dir denn gefehlt? Weil das würde mich interessieren. Also was genau fehlte dir jetzt explizit? Spricht vielleicht auch für andere Männer, die dann mal genau so einen Gedankengang hatten. Also wenn du dann eine Ehefrau hattest, die Ehe ist dann in die Brüche gegangen, ja, Hat dich getrennt und dann denkst du erstmal Isolation, das ist das genau, Ding. Weil bei einer Trennung, gerade wenn man verheiratet war oder auch schon länger verheiratet war, verliert man natürlich auch Menschen dann im Umfeld, die sich für die eine oder andere Seite entscheiden, obwohl wir haben das wirklich gut hingekriegt, also wir sind immer noch Freunde, aber man verliert trotzdem Menschen im Umfeld und man hat ja auch plötzlich, man ist auch plötzlich isoliert, weil man in meinem Fall die Kinder bei mir leben halt. Da war nicht mehr viel, da war Arbeit und die Kinder und sonst war da keine Kapazität mehr. Ich konnte ja auch nicht abends rausgehen in Clubs oder sonst wo und irgendjemanden kennenlernen. Und Sex hat natürlich auch gefehlt, aber eigentlich mehr auch so die menschliche Kommunikation. Einfach jemanden kennenlernen, sich gut finden, essen gehen, ausgehen, das war nicht mehr da. Was ist denn dann die Lösung? Weil unzufrieden sein im Leben ist ja verbeugte Zeit. Ich hatte erstmal keine Lösung und dann habe ich im Fernsehen habe ich zufällig eine Doku gesehen über diese Seite und dachte mir, das ist genial. Ich lerne Frauen kennen, ich wollte mich auch nicht mehr verlieben. Also ich war erstmal durch mit Liebe. Ich dachte, das ist vielleicht die ideale Lösung. Ich lerne jemanden kennen und man findet vielleicht eine Basis. Und es klang einfach, es klang sehr einfach. Und es war auch einfach, meistens. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich dachte mir, wenn ich schon im Internet bin, im Internet ist ja jeder, was er will. Jeder ist Gott, König, Bettler, was auch immer. Man kann ja sein, was man will. Und ich habe das auch gar nicht verwerflich gesehen, aber ich dachte, ich erfinde mich einfach völlig neu. Ich erfinde einen völlig neuen Dirk und habe mich tatsächlich als Arzt angemeldet, weil ich dachte mir, es ist ja egal. Aber ich dachte mir, ich möchte aus meiner Rolle raus, weil die Rolle als Alleinerziehender plus Unternehmer ist eine wahnsinnig stressige Rolle. Gut, ich kann mir vorstellen, dass die Gegenseite, die Sugar Babes, sich dann auch oft mit einem Künstlernamen oder sowas da. Ja, natürlich, da heißt keiner richtig. Viele haben halt Berufe im Niedriglohnsektor. Arzt war eigentlich nur, weil mich das Thema immer schon interessiert hat. Früher wollte ich das mal studieren, habe ich dann aber gelassen und mich direkt selbstständig gemacht bei der ersten Gelegenheit, die sich ergeben hat. Und dann habe ich, was mir nicht klar war, ist, dass viele, viele Frauen wirklich auf Ärzte stehen. Also ich bin wirklich überrannt worden mit Anfragen. Von der Gegenseite, von den Sugar Babes. Von den Sugar Babes, genau. Also die fanden, Ärzte kommen scheinbar sehr gut an in der Gesellschaft, ja. Und lag das daran, dass du dich als Arzt dort präsentiert hast oder vielleicht doch daran, dass sie sich ausmalen können, was ein Arzt verdient? Natürlich, der monetäre Aspekt. Also das Lustige war, dass praktisch jede zweite gefragt hat, ob ich vielleicht Schönheitschirurg bin. Also viele hatten da schon weiterführende Pläne. Okay, dann lass uns mal konkret, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, weil es ist jetzt ja auch viel Zeit vergangen, aber dein allererstes Sugar
Daddy, Babe, Date. Also wo du das erste Mal eine Frau, die du dann online da gefunden hast, gedatet hast. Die allererste war, ich glaube, eine Griechin. Ich glaube, es war eine Griechin. Und ich war ja schon ein bisschen raus aus dem Dating-Game auch, war ja verheiratet und dann die erste, die ich getroffen hatte. Und da war ich natürlich noch sehr unbeholfen auch, was das angeht, auch die Thematik. Ich wusste ja auch gar nicht, was sie wollte, weil was mir wichtig war, dass es nicht so ein Prostitutionsding wird. Also so Geld für Sex, das wollte ich alles nicht. Ist auch gar nicht das Prinzip eigentlich von Sugar Daddy, Sugar Babes, aber wird oft so interpretiert und wird leider auch oft so gemacht. Und wir haben uns dann getroffen, wir waren, glaube ich, was trinken und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Und dann waren wir noch was essen. Es war irgendwie nachts um 2, waren wir beim Inder noch in Berlin. Und dann ist sie nach Hause gefahren und hat mir geschrieben, das war so lustig. Und das zeigt auch, dass ich noch gar nicht in dem Game war und noch gar nicht wusste, wie es funktioniert. Sie hat mir dann eine SMS geschrieben. Das war alles ganz nett, aber ich soll mein Geld doch lieber für meine Kinder ausgeben. Ich hätte ja auch nicht so viel. Das fand ich sehr lustig. Also irgendwie habe ich nicht den richtigen Eindruck rübergebracht. Sie hatte Angst, also es ist ja sehr lieb von ihr. Sehr ja, nö, es war eine nette Absage, ja. Aber sie war der Überzeugung, dass du zu wenig Geld hättest? Und ja, und ich war noch nicht in meiner Rolle. Also ich war, wie gesagt, auch noch relativ unbeholfen, weil die Thematik völlig neu war für mich. Erinnerst du dich denn an das erste Date, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich bin im Game? Jetzt habe ich es verstanden. Das ging relativ schnell. Da haben wir uns wirklich praktisch sofort ineinander verknallt beim ersten Date. Also noch nicht so richtig, aber wir fanden uns mega sympathisch und sind dann auch sehr, sehr schnell in eine Beziehung reingeschlittert. Ja. Was überhaupt nicht geplant war, weder von ihrer Seite aus noch von meiner Seite aus. Also aus dem eigentlich ja professionellen Verhältnis ist relativ flott was Reales. Sehr schnell, genau. Wobei ich sagen muss, ich sehe dieses Sugar Daddy, Sugar Babe Ding auch jetzt nicht so als Business. Klar, um Geld geht es immer irgendwie, aber ich bin auch der Meinung, Frauen kosten immer Geld, ob im privaten Bereich, in der Ehe, als Freundin, als Sugar Babe. Gut, da muss man halt davon ausgehen, dass der Mann die Frau immer durchfüttert, was glaube ich jetzt nicht mehr der Fall ist. Das klingt jetzt böse, aber ich habe sehr, sehr viele Frauen kennengelernt, also wirklich vom Broke Babe bis zur Staatsanwältin und Richterin. Also solche Frauen sind auch auf der Seite, also wirklich auch CEOs von großen Firmen. Das sind einfach Frauen, die suchen Männer auf demselben Level. Und auf der Seite sollte man davon ausgehen, dass die Männer dann auch eine gewisse Position haben oder auch Geld verdienen. Die wollen einfach einen Mann auf Augenhöhe. Manchmal auch noch drüber, spielt eigentlich keine Rolle, wo sie auch hofiert werden und wo man sie umsorgt. Egal, ob das jetzt eine Richterin ist oder ein CEO von einer großen Firma, spielt eigentlich gar keine Rolle. Es gibt eben auch immer Frauen, und das finde ich auch völlig okay, weil das ist die Diversität der Gesellschaft, die wollen einfach noch einen Oldschool-Mann, der sich auch um sie kümmert. Hast du selber schon mal was von Cheeks gehört? Nein. Vor einer kurzen Unterbrechung, passend zu dem Thema. Wer von euch hatte schon mal keine Lust auf Sex? Bin echt gespannt, wem von euch da draußen es schon mal genauso ging. Das ist eigentlich ein Thema, über das offen gesprochen werden sollte, ganz besonders in Beziehungen. Die Erwartungen sollten uns nicht belasten, sondern eher ermutigen, unser eigenes Tempo zu gehen. Und offene Kommunikation über die eigenen sexuellen Bedürfnisse und Wünsche fördert am Ende die Intimität und das Vertrauen in Beziehungen. Plattformen wie Cheeks können dabei helfen, deine eigenen Vorlieben besser kennenzulernen und dein Sexleben zu verbessern. Cheeks ist deine Mitgliedschaft für erotische Filme, sexy Audios und die Pleasure Academy. Die Pleasure Academy liefert dir die Aufklärung, die du dir wahrscheinlich immer gewünscht hast, inklusiv inspirierend und überhaupt nicht trocken. Das reicht von Live-Tutorials bis hin zu wissenschaftlich fundierten Artikeln und Podcasts, wie zum Beispiel zum Thema Edging. Cheeks ist voll und ganz auf Fairness und Vielfalt ausgerichtet. Die Art und Weise, wie sie Sexualität darstellen, spiegelt die Realität wider. Einvernehmlich, divers und lustvoll. Wenn du Cheeks mal ausprobieren möchtest, bekommst du mit dem Code LEROY 7 Tage kostenlosen Zugang bei der Wahl des Jahresabos. Vielen Dank an der Stelle an Cheeks, dass ihr das Ganze hier möglich macht, und alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Du sagst, die Männer, die dort unterwegs sind, die haben im Gegensatz zu den Frauen immer die finanziellen Möglichkeiten. Ja, nicht alle. Da sind natürlich auch ein paar Fakes dabei, die so tun, als ob sie Geld haben, die einfach nur Sex wollen. Okay. Für möglichst nichts. Aber wie kannst du dazu kommen? Weil eigentlich musst du ja schon irgendwie das beweisen und musst auf jeden Fall irgendwie auch was bezahlen in der Regel. So habe ich es zumindest von dem Videodreh mit dem Sugar Babe mitgenommen, dass sie sich halt schon bezahlen lässt. Vielleicht nicht beim ersten Essen gehen, aber wenn man sich dann kennengelernt hat und diese Ebene übersprungen hat, dann kommt es oft zum Geschlechtsverkehr. Das wird sie auch bestätigen. Und dann muss auch in diesem Zeitraum irgendwo eine Zahlung stattfinden. Ich bin vielleicht auch anders, weil ich ein anderes Leben führe und teilweise eine andere Einstellung habe. Aber es ist eigentlich unglaublich,
Ich hatte natürlich auch viel Sex, aber ich zahle nicht dafür. Also es ist nicht so, dass man trifft und dann findet man sich sympathisch. Ich weiß, dass das oft gemacht wird auf der Seite. Und dann geht es für mich ein bisschen so in die Prostitutionsebene, was ich gar nicht verurteilen oder werten will. Aber ursprünglich ist es so, dass man sich dann auf so eine monatliche Courtage einigt. Teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Dass man sagt, hey, wie viel Geld brauchst du im Monat und wie oft können wir uns sehen? Aber dieses, wie oft können wir uns sehen, war zum Beispiel bei mir nicht so, wir treffen uns für Sex, nur für Sex. Das kam auch schon mal vor, aber wir gehen dann essen, wir verreisen, Hamburg, Paris, London, was auch immer. Oder gehen ins Theater oder auf Konzerte. Das hat dann immer schon so ein bisschen Beziehungstouch auch, aber halt ohne intensive Gefühle. Ich verstehe, was du meinst. Das ist für dich was etwas anderes ist als Prostitution, wo du im ersten Schritt davon ausgehst, dass man sich trifft, ausschließlich um Sex zu haben, das Ganze dann auch direkt bezahlt wird und danach halt Ende Gelände ist. Wenn ihr jetzt aber, weiß ich nicht, ein Wochenende nach Paris fahrt und dann zwei Wochen später nochmal was anderes und du sagst, okay, hier, ich gebe dir monatlich, was brauchst du? Was ist das dann für eine Größenordnung, wo wir da sind? Das kommt drauf an, welchen beruflichen Status die Frau hat und was sie braucht oder will. Das kann zwischen 1, also in meinem Fall so zwischen 1 und 3.000 sein im Monat. Also gerade bei den Frauen in besseren Positionen ging es eigentlich immer nur darum, und das hätte ich sowieso gemacht, das hätte ich auch für meine Freundin gemacht oder auch für meine Ehefrau, dass Paris zum Beispiel, dass das komplett von mir bezahlt wird und solche Sachen und Essen gehen auch. Wie alt sind die Sugar Babes in der Regel? Also die Seite ist halb alt 18, die date ich aber nicht, weil das sind noch Kinder. Ich unterhalte mich auch gerne und unternehme ja auch was mit denen und wenn du keine Gesprächsthemen hast, was willst du dann machen? Wie gesagt, Sex ist eine Sache, aber mir ging es nicht nur darum, sondern wirklich auch Gesellschaft zu haben, mich mit jemandem austauschen zu können und Dinge zu unternehmen und sich einfach unterhalten zu können und zusammen lachen zu können. Meine Dates waren so in der Regel so zwischen 20 und 40 ungefähr. Das sind aber auch Frauen, die deutlich älter sind auf der Seite. Hast du denn schon mal ein Date, wo du das Gefühl hattest, boah, die macht das gerade nicht aus voller Überzeugung, die macht das vielleicht auch gerade aus finanzieller Notlage heraus? Ja, hast du schon? Ja, wie bist du dann damit umgegangen? Das kam darauf an, wie ich die Frau dann fand. Also wenn das wirklich so verzweifelt war, dann habe ich da kein Interesse, weil ich habe keine Lust, jemanden auszubeuten, nur weil die Geld, weil das ist dann auch nicht eher, also ich möchte, dass die Frau mich dann auch mag, also dass da eine Chemie ist. Und wenn das Geld so wichtig ist, dann ist das schwer einzuschätzen und das mag ich nicht. Freunde, mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass laut einer Studie viele Sugar Babes während dem Sugar Dating ihre eigenen Grenzen immer weiter verschieben, aus Angst vor Gewalt und dem Verlassenwerden und dadurch auch in ein Abhängigkeitsverhältnis rutschen. Einige von ihnen kommen aus komplizierten Familienverhältnissen und suchen auf der einen Seite beim Sugar Dating natürlich nach Geld, aber auch nach Anerkennung. Und einige Landeskriminalämter haben bestätigt, dass sie Fälle von sexuellem Missbrauch kennen, die sich über Sugar-Dating-Seiten angebahnt haben. Das Ding ist, es gibt Sugar-Dating, es gibt Prostitution und es sind Tabuthemen, über die wir sprechen müssen. Aber mir ist ganz wichtig, dass wenn ihr so ein Video wie dieses hier schaut, dass ihr versteht, dass wenn man an die falschen Menschen gerät, das Ganze auch echt übel enden kann. Deshalb nehmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter, das wollte ich euch noch mitgeben. Glaubst du nicht, dass dass du oft in diesem Risiko das Date eingehst, dass die Frau dir, also sie ist entweder dir gut vorspielt, dass sie, dass sie da ne, total intuit ist, so wie du und voll Bock hat, aber eigentlich halt dieser finanzielle Aspekt für sie am schwersten liegt? Also das merkt man dann schon meistens beim Gespräch, beim Telefongespräch. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass die einen Job haben. Also und einen richtigen Job haben und nicht irgendwie irgendwas, sondern dass sie einen Job haben, weil genau die Situation vermeiden möchte, dass ich Frauen treffe, die das aus Verzweiflung machen. Ich habe jetzt schon sehr viel verstanden. Die Geschichte, die du anfangs erzählt hast, die geht mir noch nicht ganz aus dem Kopf. Du hast gesagt, dass du dann das erste Mal, da hat es dann irgendwann richtig geklappt. Ja. Und da hat es aber dann auch gefunkt und das musst du mir erklären, wie war das, wie ging das weiter? Also sie war 25, ich war 50 ungefähr zu dem Zeitpunkt und ich habe mich gesehen. Also ich konnte mich sehen in ihr und auch das Chaos sehen. Also sie war völlig beziehungsunfähig, aber weil sie echt toll war, gebildet, smart, der Humor war super, der Musikgeschmack wunderschön. Wir hatten wirklich viele, viele Gemeinsamkeiten. Und das erste Date endete tatsächlich damit, ich habe sie dann zur S-Bahn gebracht und es endete tatsächlich damit, dass sie mir vor die Füße gekotzt hat. Was? Ja. Okay, dann plötzlich. Das Date habe ich nicht erwartet. Das erste Date, also hätte ich jetzt was anderes erwartet. Warum?
Hat sie das aufgeklärt? Ja, ja. Sie hatte Kinder. Das hat sie mir aber nicht gesagt, weil sie dann dachte, ich hätte kein Interesse an ihr. Und sie hatte sich mit dem Magen-Darm-Virus bei denen angesteckt. Oh, das heißt, du aber wahrscheinlich auch. Es lief ja nicht zwischen uns. Also wir waren uns sehr nah, uns unterhalten, aber Gott sei Dank fand keine Aktivität statt. Sonst wäre ich nämlich auch krank geworden. Und ich dachte mir, die ruft mich nie wieder an. Ah, okay, dir war es eigentlich jetzt nicht, für dich war es jetzt kein Weltuntergang? Ach, überhaupt nicht. Mein Leben ist sehr kurios. Also ich habe wirklich ein Händchen für total surreale Situationen in Menschen und Frauen. Also ich ziehe das wirklich an, das ist unglaublich. Die rief mich tatsächlich dann eine Woche später an und hat sich entschuldigt und meinte, du, ich muss dir was sagen, ich habe Kinder und ich habe mich da angesteckt und war mir aber egal, weil ich finde Kinder super. Und dann war es so, dass sie beim dritten Date schon schwanger war. Und das hat natürlich unsere Beziehung nochmal vertieft. Schwanger von dir? Ja, schwanger von mir. Hm? Ah, okay, weil das, also ihr habt dann auch nicht verhütet oder so? Nein, weil, weil sie sagte, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, damit man sie auch nicht identifizieren kann, aber eigentlich sollte sie nicht mehr schwanger werden können. Ah, okay. Ja, also ja, es gab medizinischen Eingriff, Vorfall, wie auch immer. Und eigentlich sollte das nicht möglich sein, war es dann doch. Wie sich herausstellte, und dann eskalierte das natürlich alles total. Also, und das, weil das alles so schnell ging, hat sie immer noch geglaubt, dass ich Arzt bin. Die Lüge vom Anfang, die ja gar keine Lüge sein sollte, sondern einfach nur eine neue Identität. Und dann dachte ich mir, boah, sie ist jetzt schwanger von mir und wir sind total ineinander verknallt. Ich muss ja jetzt sagen, dass ich kein Arzt bin, weil sie muss ja auch eine Entscheidung treffen auf realen Daten und auf einer realen Basis. Dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie halt Jüdin ist, dann meinte ich zu ihr, boah, wie komme ich jetzt, also aus der Nummer kam ich ja eh nicht raus, aber wie mache ich das einfacher für sie, die Wahrheit zu akzeptieren? Dann habe ich zu ihr gesagt, du, was würdest du schlimmer finden, dass ich in der arischen Bruderschaft bin oder dass ich kein Arzt bin? Und sie so, du bist in der verdammten arischen Bruderschaft? Ich so, nein, das andere. Ich bin kein Arzt. Wie hat sie es aufgefallen? Das war überhaupt kein Thema für sie. Sie hat gesagt irgendwie, ist mir scheißegal, was du bist. Ich liebe dich so, wie du bist, egal, was du bist. Und das war überhaupt kein Thema. Okay, also war das Ganze zwischen euch auch real? So, es war real. Ja. Aber. Jetzt kommt ein Aber. Jetzt kommt das Aber. Dann hat sie Panik bekommen. Und das kann ich auch verstehen. Weil ich hatte schon zwei Kinder, sie hatte zwei Kinder. Und wir kannten uns ja wirklich noch nicht lange. Und dann auch ein fünftes Kind. Und dann hat sie Panik bekommen und dann hat sie sich gegen das Kind entschieden. Sie wollte ja von Anfang an auch keine Beziehung, obwohl wir ineinander verliebt waren. Aber wenn Frauen schwanger werden, dann sind die oft im Nestbautrieb und dann hat sich erstmal alles geändert. Und als sie dann nicht mehr schwanger war, kam wieder das alte Mindset von ihr durch und sie wollte eigentlich keine Beziehung und dann ging das auseinander. Ja. Und dann bist du zurück in die gewohnte Sugar-Dating-Welt gegangen. Genau. Und dann habe ich mir geschworen, no more feelings. Wie viele Dates hattest du jetzt insgesamt? Boah. Oder Babes? Zählst du die Babes? Zählst du die Dates? Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich bin ja ganz schlecht in Buchhaltung, aber es hätte sich gelohnt, das mal irgendwie festzuhalten. Also es ist schon dreistellig. Also vom Daten her, wobei ja nicht heißt, dass jedes Date irgendwo hinführt. Sucht sich das Babe den Daddy aus? Suchst du als Daddy dir das Babe aus? Also beide. Es ist ja wirklich, es ist ja klar, es gibt auch Prostituierte auf der Seite, aber die meisten sind schon richtige Sugar Babes oder Sugar Daddies. Die müssen natürlich, außer du bist natürlich total geldfixiert, dann machen die wahrscheinlich alles. Also wenn man wirklich was Längerfristiges anstrebt, was ja eigentlich eine Sugar Daddy, Sugar Babe Beziehung ist, dann muss man sich ja auch mögen oder gut finden oder anziehen finden, weil wie sollst du das sonst durchziehen irgendwie? Also da musst du schon ziemlich abgestumpft sein, um das eine längere Zeit durchzuziehen, wenn du dein Gegenüber scheiße findest. Also eine Woche Urlaub kann schon lang werden. Also ja, also ich war ja mehrmals mit Frauen in Paris und das war auch immer gut, bis auf einmal. Das war auch der absolute Horror. Echt? Ja. Erzähl mir mal das mal, das würde mich interessieren. Wie kann es denn schief gehen? Die wollte einfach, also wir hatten schon wochenlang vorher mal getroffen, hatten auch ein gutes Verhältnis. Sie war aus Südamerika. Ich weiß nicht mehr, welches Land. Sprach auch nur Spanisch oder Englisch, aber Englisch ist ja kein Problem. Das war jetzt nicht super eng. Dann habe ich gesagt, du hast Lust, nach Paris zu fliegen? Sie meinte, ja. Und ab Paris, sobald wir in Paris waren, war dann alles anders. Also sie hat kaum noch mit mir geredet. War relativ abweisend. Es gab auch keinen Sex mehr. Und da hatte ich den Eindruck, die wollte einfach nur nach Paris mal eine Woche. Und wie machst du das dann? Ziehst du das dann die Woche einfach so durch? Es wird noch viel lustiger. Sie war aber trotzdem, obwohl sie wirklich abweisend war und nichts mehr von ihr kam, war sie der Meinung, ich müsste trotzdem noch mit ihr shoppen gehen und solche Sachen. Und ich liebe shoppen gehen mit Frauen. Ich finde es mega, mit Frauen shoppen zu gehen. Also Kleidung. Ja.
Dresses and Heels. Und sie war der Meinung, irgendwie, ich würde ihr jetzt auch noch Sachen kaufen. Und da habe ich gesagt, nee, bestimmt nicht. Also nicht so, wie du dich verhältst. Da ist sie auch nie drauf eingegangen, als ich ihr das gesagt habe, dass sie jetzt komplett anders wäre. Wir sind dann auch früher zurückgefahren. Aber dann ist die auf Einkaufstour gegangen ohne Geld. Und dann klopft es irgendwann an der Hoteltür und dann standen dann zwei Polizisten mit ihr da, weil die eine Handtasche klauen wollte. Die Cops dachten wahrscheinlich, wir sind irgendwie so ein Diebespaar aus Deutschland, die in Paris auf Klautour sind. Okay, wurde dann so nochmal mit reingezogen. Und dann kamen die halt rein mit ihr und mein Französisch ist, aber ich verstehe es, was sie von mir wollten und konnte auch ein bisschen was dazu sagen. Und dann habe ich denen wirklich gesagt, die ist halt nicht die hellste und es tut mir leid und wir fliegen morgen auch wieder zurück. Das Ganze ist natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit. Absolut. Also wir sind jetzt nicht bei Preisen, die es vielleicht auf dem Straßenstrich gibt, wo die Dienstleistungen teilweise weniger als 100 Euro kosten, sondern in der Regel ist allein dieses Essen gehen schon deutlich höher. Und wenn es dann auch zu mehr Zeit und mehr Nähe kommt, sage ich jetzt mal, dann wird es auch teuer. Was war vielleicht für dich das Maximum, was du jemals in so eine Beziehung investiert hast? Eine Woche Paris hat mal 10.000 gekostet. Und dann, wenn du noch Louboutins kaufst für die Frau und solche Sachen. Und das, was ich total gerne mache, ich mache das wirklich gerne, ich finde das mega. Und dann kommt schon mal was zusammen. Dirk, jetzt würde mich aber abschließend mal noch interessieren, du weißt, hier schauen sehr viele Menschen zu, vielleicht auch jemand, der ja selber Sugar Daddy ist, sich das eines Tages mal erträumt zu tun. Was würdest du jetzt hier sitzend sagen, was kannst du Menschen da draußen mitgeben? Die Antwort ist relativ einfach. Respektiert Frauen. Behandelt Frauen gut. Achtet sie. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in Beziehungen überhaupt, egal in welcher Art von Beziehung. Respekt und Achtung und Akzeptanz. Behandelt euer Gegenüber gut. Ich glaube, das würden wir alle so unterschreiben. Und es wäre ein Traum, wenn das in all diesen Szenen genauso immer stattfinden würde. Aber so wie ich heute von dir gehört habe, ist dir deine Rolle, deine Verantwortung sehr bewusst. Freunde, ich bin sehr gespannt, wie ihr die ganze Nummer seht. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Danke dir, Dirk, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich danke dir. So ehrlich warst, alles beantwortet hast. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr heute zugeschaut habt. Hier sind jetzt noch zwei Videos eingeblendet. Die siehst du natürlich, ne? Eins oben und eins unten. Und welches würdest du jetzt als nächstes schauen? Das linke. Das oben als und vorne. Ich nehme mal das rechte, würde ich sagen. Und in dem Fall verabschiede ich mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.